Und ich fand aus Träume, Wünsche und versoffene Fantasien von Angelo Negro, gelesen von Kia, Teil 3. Das Kribbeln auf meiner Haut verlagert sich auf meinen Rücken, zentriert sich. Meine Schultern schmerzen, wecken in mir einen Wunsch. Zu fliegen. Zu finden. Zu finden, was ich nie gesucht habe. Gehe hin und finde. Ich weiß immer noch nicht, wessen Stimme mich leitet. Mich führt. So sanft, so verführerisch, so unwiderstehlich und gleichzeitig so fordernd. Geschlechtslos, als würden mehrere Personen gleichzeitig diesen einen Satz sprechen. Ich weiß immer noch nicht, was ich finden soll. Doch ich will es finden. Gehe hin und finde. Dann bricht der Regen los. Saures, giftiges Wasser, das vom Himmel strömt. Sturzbäche, die Furchen in tote Erde schneiden und Schlieren in mein verstaubtes Gesicht zeichnen. Und wieder dieser Schrei in der verseuchten Luft. Gesang in meinen Ohren. Ein Schatten unter den todschwangeren grauen Wolken. Ich blicke hoch und der Regen verbrennt meine Augen. Doch ich suche weiter den Schatten, den ich finden muss, soll, will. Gehe hin und finde. Und so folge ich weiter dem Verlangen in meinem Herzen, dem Kribbeln auf meinem Rücken und ersteige den nächsten Berg. Felsen schneiden mir in die Haut, reißen mein Fleisch auf und hinterlassen blutige Spuren auf Gestein, so alt wie ich selbst. So glaube ich, so fühle ich. Gehe hin und finde. Auf dem Gipfel angekommen, blicke ich hinunter in die schier Unendlichkeit des Abgrundes. Ein Liedschlag, eine Ewigkeit, und für einen kurzen Moment erhasche ich eine vage Ahnung von dem, was ich suchen soll. Gehe hin und finde. Ich springe, und aus dem Kribbeln wird ein Ziehen, ein Zerren, schließlich ein unerträgliches, brennendes Reißen, während ich in die Tiefe stürze. Gehe hin und finde. Gehe oder vergehe? Gehe hin und finde. Dieser Gedanke zuckt durch meinen Geist, als ich auf die tote Erde zu rase. Und dann dieser unerträgliche Schmerz in meinem Rücken und dem Dreck des auf mich zu rasenden Grundes erkenne ich sie. Weit und dunkel und bedrohlich. Flügel. Ein Umriss ähnlich meiner Vision. Und immer wieder dieses Wispern in meinem Kopf. Gehe hin und finde. Ich weiß, ich habe den ersten Schritt getan.